Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute, wie angekündigt, der Test von den Schneeschuhen, die ich mir bestellt hatte. Es liegt jetzt nicht mehr so viel Schnee. Ich bin jetzt eine Stunde Auto gefahren. Aber dafür das kann man nicht mehr richtig machen, es ist schon zu spät, es ist Februar. Sehen sie aus. Sie sind 21 cm breit und 64 cm lang und sind bis 120 kg belastbar. Die Schuhgrößen gehen bis 47 und 36 aus. Dann würde ich jetzt mal sagen, ab zum Test. So, jetzt zeige ich euch mal erstmal, wie man die anlegt, also anzieht. Man hat ja diese Bänder hier. Die steckt man einfach ganz gerade hier durch. Und dann knackst es so und dann kann man hier sie auch so festziehen. Wenn man dann auf dem Weißen den nach oben tut, dann kann man die wieder rausziehen. Vorne das gleiche. Und hier hinten bei dem Band, das ist so ganz einfacher Clipverschluss. Mit dem Band, dass man Größe verstellen kann, halt wie die Ferse ist. Unten haben die Schneeschuhe 6 Zacken. Also so, wo man immer reintritt, dass sie sich verhaken und wo die Ferse ist, auch nochmal. Ich habe schon auf meine Größe hinten das Band eingestellt. Einfach zu klipsen. Und dann vorne. Jetzt sitzen die Schneeschuhe fest an meinem Schuh, wackeln auch nicht und sind sehr leicht. Wie man hier sieht, man zwingt jetzt nur ein bisschen ein. Es hat eh nicht so viel Schnee, aber ich mache nur noch mal einen Vergleich zwischen mit und ohne Schneeschuhe im Schneelaufen. Da sieht man trotzdem, dass man ein ganzes Stück weniger einzwingt, wenn man Schneeschuhe anhat. Und dann laufe ich jetzt mal ein Stückchen. Okay, jetzt zeige ich euch, wie tief man mit den Schneeschuhen einzwingt und wie tief mit normalen Schuhen. Also ich stehe jetzt mit den Schneeschuhen mit dem ganzen Gewicht drauf. Das sind vielleicht so 5 cm ein oder 3 ungefähr, also sehr wenig. Jetzt ziehe ich sie mal aus. Also ich stelle mich jetzt genau in die Spuren rein, dass man den Unterschied sieht. Hier geht der Schnee bis hier hin mit dem Schneeschuh. Also ja, 4 cm. Und jetzt stelle ich mich rein mit meinem ganzen Gewicht. Und das geht nochmal meinen ganzen Fuß rein. Es liegt hier eh nicht so viel Schnee, aber es ist echt schon ein Unterschied. Man sinkt mehr wie doppelt so viel ein mit Schneeschuhen. Es bringt schon was, wenn man genügend Schnee hat, die Schneeschuhe zu kaufen. Was ich vorhin auch noch vergessen habe zu sagen, sie kosten 33 Euro auf eBay.
und Versandkosten 7 Euro, also um die 40 Euro dann. Es gibt nach Farbe teurer und billigere. Und es ist das Modell Alu Allround Schneeschuhe Glider S2 oder 2S. Gebt es einfach mal ein, dann findet ihr das. Da gibt es 5 Farben. Alpin Blau, Alpin Rot, dann dieses Sunset Orange, Goldgelb und dann noch Silber, ganz normal. Dann bekommt ihr jetzt noch ein paar einzelne Eindrücke. So, und jetzt werdet ihr nochmal sehen, dass man auch mit den Berg hochlaufen kann, dass die viel Halt haben, dass man nicht wegrutscht. Das ist ziemlich steil, dieses kleine Ding. Da stelle ich mich mal drauf und mal sehen, ob ich wegrutsche oder nicht. Beim Hochlaufen bin ich nicht gerutscht, beim Runterlaufen mit dem einen Fuß. Das war aber genau da in der Kuhle, dass die da nicht gehalten haben. Aber ansonsten, man läuft ja auch nicht so steile Berge hoch, das ist ja eigentlich nur flach, ja, ein bisschen steil oder hügelig. Und hier im Wald sind die super geeignet wegen der Länge und Wendigkeit. Deswegen sage ich Kaufempfehlung, die sind wirklich gut. Wenn euch das Video oder der Test gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Verabschiede ich mich jetzt schon wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal.